Ich würde jetzt das nächste Dave Behind the Scenes von Seven vs. Wild gucken. Einen Sprung zurück und begleiten das Team nach dem ersten Scouting und der Entscheidung für eine Insel auf ihrer Reise nach Panama. Wochen bevor die Teilnehmer anreisen, zeigen ihr erstes Zusammentreffen und erklären, wer eigentlich dabei ist und welche Aufgabe sie übernehmen. Wir wünschen viel Spaß mit den ersten Einblicken ins Team Base Camp und dem wirklichen Produktionsstart von Seven vs. Wild Staffel 2. Cool. Moin, Dave. Geil, dass du es rechtzeitig geschafft hast. Na klar. Ja. Wie bitte? Nur den. Also logistisch ist es schon eine ziemliche Herausforderung, am anderen Ende der Welt so eine Serie machen zu wollen. Es ist schon teilweise schwierig, mit Kamera-Equipment zu reisen, aber diesmal hatten wir Macheten, Medikamente, für die du einen Ärzteschein brauchst, stimmt, die betreibungspflichtig sind. Alter Vater. Ach, das haben die alles mitgenommen auch. Das ist ja insane. Wir hatten Sauerstoffflaschen dabei, die aussahen wie Bomben. Ich weiß gar nicht. Und es waren einfach viele, viele Koffer mit viel Zeug, was man eigentlich nicht dabei haben will. Ich habe gehört, es gibt einen Trick für sowas. Also wenn man so Sonderequipment aufnimmt, und zwar, dass man sich selber laminierte so wie oder solche Karten, so Plastikkarten drucken lässt mit so einem Ausweisbild und so von einer Produktionsfirma. Also dass du deine wirkliche Firma, also Wandermut zum Beispiel jetzt, dann da drauf machst und dann einfach so zu den Leuten gehst an diesen Sonder-Check-In-Schaltern, weil die musst du ja immer angeben, die Sachen, und sagst, ja, wir sind hier von einem Produktionsteam, das haben wir schon angemeldet mit den Leuten, weil die haben selber meistens super, was heißt super wenig Plan, aber sind bei so super vielen Sachen dann immer überfordert, so kurzzeitig. Und wenn man sagt, ja, wir sind hier professionelles Produktionsteam und jeder hat so Ausweise und so, dann geht das meistens leichter. Habe ich mal in so einem Video gesehen, wie man mit Equipment und so viel Zeug reist. Das soll wohl immer gut funktionieren an vielen Flughäfen. Und das auch gar keinem erklären will, warum man das unbedingt braucht. Zum Glück hatten wir diese ganze Produktion angemeldet, sodass es dann zumindest hier in Panama relativ easy war, das Zeug durchzubringen. Also es hat wider Erwarten kaum Probleme gemacht, wo man aber auch sagen muss, vor allem Paddy hat sich da wirklich ins Zeug gelegt, hat bei den Airlines angerufen und gesagt, ey, können wir 25 Powerbanks transportieren? Weil da gibt es dann auch Limits, ne, Batterien, irgendwie. Hatten wir auch. Also wir haben auch, als wir nach Mallorca sind, wir hatten, ich glaube, 35 Akkus dabei für alles mögliche an Equipment, sei es denn von einem Gimbal zu drei Kameras, zu einer Drohne und. Und die, ich glaube, das Limit war 25 Akkus pro Person. Und dann haben Louis und ich die auch aufgeteilt auf unser Handgepäck. Wir haben extra noch alle Kontakte der Batterien abgeklebt, haben solche extra Boxen, also so Travel-Boxen für Akkus gekauft, damit, wenn sich was entzündet, das in der Box sozusagen direkt erstickt und so. Also wir haben auch nur auf so einem kleinen Trip schon übelst viele Vorkehrungen gemacht und hatten gar keine Probleme. Wir sind immer direkt durchgewunken worden, auch mit unseren ganzen Techniksachen. Schien wohl alles zumindest korrekt zu sein. Darf man nicht endlos viele mitnehmen? Und wie ist das mit Sauerstoffflaschen? Was müssen wir da beachten? Ja, es ist schon aufwendig. Zum Glück waren wir viele Leute und konnten das irgendwie auf viele Schultern verteilen. Aber wir waren sehr, sehr glücklich, als dann am Ende alles da war, vollzählig, die Koffer durchgezählt. Cool. Alles Lebenswichtige für uns, für die Serie war dann da. Das war schon cool, ja. Heftig. Sieht ja richtig crazy aus. Heftige City, ey. 12 Stunden. Nach wie vor. Das ist schon ganz gut. 10 Tage vorher waren die also schon da. Aha. 12 Stunden Flug haben wir hinter uns. Gerade großes Zusammentreffen vom ganzen Team und den Wandermut-Jungs. Zumindest der Teil des Teams, der jetzt schon hier ist. Es kommen ja die ganzen Teilnehmer in der kommenden Woche noch hier an. Wir sind jetzt in Panama City. Von hier geht die Reise weiter in den Dschungel auf die Insel. Hier jetzt erstmal ankommen, den Jetlag in irgendeiner Weise besiegen. Und dann geht's weiter, dann geht's richtig in die Planung, alles vorbereiten und alle sind heiß, alle sind aufgeregt und keiner weiß so richtig, was uns erwartet. Das erste Mal hat sich das Team in Panama City getroffen und bei Wandermut, wir kannten Max und Johannes natürlich schon
Aber wir waren natürlich auch gespannt, okay, wie sind die anderen alle drauf? Und was wir echt gemerkt haben ist, das Team hat einfach vom ersten Moment an richtig cool gevibed. Du hast halt gemerkt, okay, wir haben hier so eine junge Truppe am Start, ne? Und obwohl wir eigentlich begrenzte Mittel haben, verglichen mit irgendwelchen riesigen Produktionen, hast du hier einfach ja, eine junge Truppe, die da rausgeht, die Bock hat, den Status Quo zu challengen. Aber wer ist das Team überhaupt? Johannes und Max kennt ihr schon. Das sind die beiden Mitgründer und Organisatoren von Seven vs. Wild, die sich von Bandermut, also Tom und Martin als Gründern und Paddy als Projektleitung, Organisationsunterstützung geholt haben, um vor Ort alles zu regeln. Die richtige Insel zu finden, die Helikopter zu organisieren und vieles mehr. Für die Rettung und Versorgung in Notfällen gab es ein vierköpfiges Team, das aus Islam, Thorsten, Björn und Clemens bestand. Islam ist Facharzt für Gefäßchirurgie, Notarzt und vor Ort dafür da, wenn jemand über die medizinische Erstversorgung hinaus etwas braucht. Sehr Thorsten, gut. Den ihr schon aus der zweiten Folge kennt, ist Outdoor-Medic-Ausbilder und Rettungsassistent. Björn ist ausgebildeter Notfallsanitäter und vermutlich derjenige im Team, der die meiste Notfallerfahrung mitbringt, da er schon seit Jahren im Job arbeitet. Und last but not least, Clemens, Rettungssanitäter und Feuerwehrmann. Wie genau dieses Team agiert und wie es in einem Notfall abläuft, erfahrt ihr in den nächsten Folgen an einem realen Beispiel. Vergesst also nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, um diese und alle weiteren Folgen nicht zu verpassen. Natürlich muss neben der medizinischen Beispiel, Versorgung und der Organisation aber auch gefilmt. Also ich bin schon up to date. Ich habe gestern 4 Stunden am Stück auf die letzten 3 Seven vs. Wild Folgen reagiert. Ich habe schon gesagt, ich mache das nicht im Stream, sondern ich mache das offline, aber die kommen auf dem Zweitkanal, auf Waffelbande kommen die online. Also ich bin auch gerade up to date. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich bin gespannt auf den medizinischen Notfall dann. Filmt, fotografiert, animiert und geschnitten werden. Johannes und Max kommen hier auch wieder ins Spiel, sind Produktionsleiter, filmen auch selber, machen Regie und schneiden. Pat ist Drohnenpilot, Cutter und DOP, was Director of Photography heißt und so viel bedeutet wie, er ist der entscheidende Mann an der Kamera für das gesamte Projekt. Und ich, Dave, bin angereist, um für euch dieses Behind the Scenes zu produzieren und zu filmen. Bin aber auch irgendwie dann im Team für die Hauptserie gelandet und habe dort auch mitgefilmt. Rico steckt hinter allen Animationen, die ihr in der Hauptserie seht, und er ist vor Ort hauptverantwortlich für Fotos, aus denen ein unglaublicher Bildband mit exklusivem Material, Interviews der Teilnehmer und des Teams und weiteren Sidefacts entstanden ist. Darüber hinaus gibt es einen Fotokalender, Poster und verschiedenste Bundles. Also für jeden etwas dabei und vermutlich das perfekte Weihnachtsgeschenk für jeden Seven vs. Wild-Verrückten. Checkt die Produkte über den ersten Link in der Videobeschreibung ab und viel Spaß mit den Fotos. Natürlich brauchen wir aber auch Unterstützung der Einheimischen. Nindo, stellvertretend für alle 4 Bootskapitäne. Der ist von Rezo. Roberto, unser Helikopterpilot, der genau wie die Bootsführer neben dem Scouting auch die ganze Zeit in Bereitschaft für eine potenzielle Rettung zur Verfügung standen. Roberto heißt eigentlich nicht wirklich Roberto, mit den Helikopterpiloten gab es allerdings während und nach der Produktion so Riesenprobleme, dass wir ihren Namen ändern mussten. Mehr dazu in den nächsten Folgen. Natürlich hatten wir aber auch einige helfende Hände dabei. Manu als Finance, Rita als Arzthelferin und Julian hinter der Kamera. Jeder hat Aufgaben erledigt, die über den eigentlichen Tätigkeitsbereich hinausgegangen sind und nur so konnten wir dieses Riesenprojekt in dieser Form umsetzen. Sehr also gut. Hier ein Riesendankeschön an jeden Einzelnen aus dem Team für ihre Arbeit und die unheimlich aufregende und lustige Zeit. Vielen Dank. Hi. Hola. Hallo. Bei so einer Produktion mit so vielen Leuten ist es natürlich extrem wichtig, dass jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, wann er wo gebraucht wird, wann ist wer wo, vor allem wenn man das Team splitten muss, also ein Teil des Teams hier auf San Jose und ein Teil in Panama City oder vielleicht sogar noch in Deutschland, dass jeder trotzdem weiß, okay, wann muss ich am Flughafen sein, wann muss ich die Fähre betreten, wann muss ich mir ins Taxi setzen, wann muss ich was essen, wann muss ich scheißen. So, das muss eigentlich alles klar sein, weil sonst hast du irgendwann das Problem, dass irgendjemand irgendwo ist, wo er nicht sein soll und dann fehlt er irgendwo. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, so einen Ablaufplan zu machen. Den haben wir gemeinsam mit Wandermut erstellt, weil die ja größtenteils für die Logistik verantwortlich waren. Und das hat dann dazu geführt, dass der Hauptteil des Teams 3 Tage nach Wandermut hier eingetroffen ist. Und dann gingen die finalen Vorbereitungen hier in Panama los. Wir haben sehr, sehr Bock auf die nächsten Tage. Es werden anstrengende Tage, es werden aber auch geile Tage. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das alle zusammen ziemlich geil machen werden. Für alles, was Orga, Logistik angeht, sind hier die Wandermut-Leute, die jetzt nicht übertreiben, aber wahrscheinlich 70-80% dafür gesorgt haben, dass das Ganze überhaupt läuft, wie es läuft. Ja, Leute, auch von uns erstmal ein ganz, ganz herzliches Hallo. Damals war es noch so die Idee der Vision, man könnte das hier in Panama machen und allein in diese Insel, die ihr dann morgen sehen werdet, das ist einfach schon ein krasser Shot, wir werden ja das Glück haben, mit einem Flugzeug hinzufliegen. Und wenn ihr einfach schon seht, dieser Urwald, dieser Dschungel auf euch zukommt, das hat dieses richtige Jurassic Park Feeling, dann werdet ihr sehen, warum es diese Insel geworden ist. Für uns ist es einfach krass, weil wir jetzt seit 6 Monaten darauf hinarbeiten. Wir haben gesehen, was ihr einfach vorher schon geschafft habt. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Planung
so bei 90-95% abgeschlossen. Das sind jetzt noch die letzten kleinen Hindernisse oder die letzten kleinen Challenges, die wir hier meistern müssen. Aber das ist jetzt wirklich nur das letzte bisschen, dann haben wir das auch. Jetzt ist erstmal wichtig, anzukommen, den Ausblick zu genießen, was auf uns zukommt, denn das wird der Hammer werden. Das wird richtig gut werden. Und ich gebe einmal noch an Paddy, bevor wir anstoßen, an den Ablaufplan für morgen und dann stoßen wir final an und dann geht's ab ins Bett. Ganz kurz morgen und den nächsten Tagen. Ich werde mich kurz fassen, weil ihr seid alle müde. Im Großen und Ganzen, uns erwarten jetzt ein paar spannende Tage auf der Insel. Wir werden auf jeden Fall noch eine intensive Zeit haben, bevor es losgeht. Es wird sicher noch das eine oder andere Last-Minute-Drama kommen, aber es wäre ja auch langweilig sonst. So, Leute, ob das ein Hammer-Projekt wird? Ja. Viel Erfolg! Neun Tage bis zur Aussetzung, ey. Da muss ich ehrlich zugeben, ich dachte, die sind schon locker so 3 Wochen vorher, nicht 10 Tage vorher da, aber klar. Großes Team kriegt man noch viel hin eigentlich. Wir haben jetzt gerade alles gepackt. Man sieht es hier, das Auto ist wirklich bis zum Rand vollgepackt. Tetris für Fortgeschrittene und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Albo Flughafen. Dort packen wir alles in die Cargo-Flugzeuge und dann fliegen wir nach Isla San José. Lässt die Anspannung so ein bisschen nach gestern? Die Anspannung lässt nicht nach. Jetzt geht's los. Die haben ja dieses Resort da, glaube ich, gemietet auch, ne? Weil die Insel gemietet haben. Insel war teuer genug für die Zeit. Noch 2 Wochen mehr, weiß ich nicht. True, ja. Ich dachte vielleicht schon auf der hier in Panama selber oder Panama City da noch irgendwie ein paar Sachen fertig machen. Aber klar macht Sinn, dass die auf der Insel die Dinger fertig machen wollen. Vielleicht hätte man ja auch erst das Hotel mieten können oder ein paar Zimmer des Hotels und dann die ganze Insel erst ab einem Punkt, you know? Okay, es geht los mit 2 Propellermaschinen jetzt hier vom Festland auf die Insel. Winzige Maschine, insgesamt 2 Flugzeuge, ein Cargo-Flugzeug noch. Es wird ein Fest. Das wäre für mich ganz, 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 ganz schrecklich. Sag euch, so. Ich würde eher aus so einem Helikopter an so einen rausspringen und an so einen Strand schwimmen, als mit so einem Ding auf so eine kleine Insel zu fliegen. Das wäre für mich echt die größere Challenge, bin ich fucking ehrlich. Nee. Nee. Ist ein Nein für mich. Wir sitzen im Flieger, 15 Leute. Rechts unter uns haben wir gerade einen Wal gesehen. Also wir merken jetzt schon, dass wir wirklich in ein Gebiet vordringen, was absolut unangetastete Natur ist. Nur wenige von uns, die hier im Flugzeug sitzen, waren schon mal auf der Insel. Für den Großteil von uns ist das... Boah, sag nochmal einer zu mir, ich hätte Flecken auf meinem Sensor. Was aber vollkommen normal ist. Das allererste Mal. Gerade wenn er da höchstwahrscheinlich die ganze Zeit unterwegs ist, Objektiv wechseln und. Und wir können jetzt schon vor den Teilnehmern sehen, was sie so ein bisschen erwarten wird. Also hier ist wirklich Dschungel, wirklich Natur. Es ist unglaublich. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe eine andere Kamera, mit der das dann gefilmt wurde. Ich will mit einer Hand landen. Würdest du bei Sam vs. Wild mitmachen? Keine Ahnung. Ich glaube, man kann immer große Fresse haben und sagen, na klar, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ist eine tagesformabhängig. Tagesformabhängig. Vielleicht traut man sich das zu, vielleicht nicht. Vielleicht auch Lebensumstände so ein bisschen. I don't know. Wow, wow. Was für ein Erlebnis. Mit dem kompletten Team hier auf die tropische Insel. Winziger Flughafen, winzige Landebahn, Wale auf dem Flug gesehen. Also das, was wir jetzt schon von der Insel gesehen haben, bedeutet eine absolute Tortur für die nächsten 7 Tage und die 7 Teilnehmer. Das sieht wirklich menschenunfreundlich aus für Leute, die keine Ahnung vom Dschungel haben. Und wie wir schon gesehen haben, ist es das auch.
Über eine der wenigen Straßen, wenn man sie Straßen nennen kann, ging es dann fürs gesamte Team Richtung Hacienda, die für die nächsten Tage und Wochen Unterkunft fürs gesamte Team sein sollte. Das ist dann dieses fette Hotel, ne, was auf der Insel ist. Nice. Ja, wunderschön. Es ist einer der schönsten Orte, die ich je gesehen habe. Das ist wirklich ein krasser Kontrast. Aber höchstwahrscheinlich dann noch das Hotel, wo dann die ausgeschiedenen Teilnehmer oder die, die es zu Ende gemacht haben, am Ende hinkommen, oder? Klar, macht ja keinen Sinn, wenn die jetzt irgendwie wieder zurückfliegen würden, dann immer eins mit dem Flugzeug. Das wäre ja im Fachmund sagt man Quitschi-Quatschi. Das ist wirklich sehr schön. Wow. 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 Na, haben wir zu viel versprochen? Alter. Das ist einfach. Ist einfach der schönste Ort der Erde hier. Ach du Scheiße. Also vor uns absolut unglaubliche, atemberaubende Küste. Palmen mit Kokosnüssen, weißer Sandstrand. Es sieht unglaublich aus und wir wissen, dass wir das in den nächsten 7 Tagen natürlich super entspannt genießen können, während die anderen vermutlich zu kämpfen und zu leiden haben. Erster Eindruck? Der Hammer! Paradies! So, wir müssen alle schwimmen gehen, instant! Yes! Komm, Isla, wir müssen runter ans Meer! Natürlich sind wir nicht zum Spaß extra früher angereist. Es gibt eine Menge zu organisieren. Es gibt verschiedene Teams, die sich alle in ihren Bereichen organisieren müssen. Das Medical Team muss alle Medikamente vernünftig sortieren, alle Eventualitäten beseitigen. Es muss richtig viel organisiert werden. Natürlich müssen aber auch die Spots abgecheckt werden und es muss entschieden werden, welche Spots tatsächlich gewählt werden. Glücklicherweise waren Max und Johannes früher schon mal hier und haben schon eine grobe Auswahl getroffen. Wer genau aber welchen Spot bekommt, darum müssen wir uns jetzt kümmern. Wir fahren mit dem Boot raus um die komplette Insel und machen uns davon mal ein genaueres Bild und wählen mit professioneller Unterstützung aus, wer wo ausgesetzt wird. So nicht, sage ich, so nicht. Empezamos acá, paramos y vamos a ver la playa. Aber nur für mich zum Verständnis, weil ich dachte, die sind schon viel früher da, weil die haben ja vorher hat schon das Wandermut-Team, da war Dave ja nicht dabei, das sind ja die Aufnahmen von Wandermut selber, ne? Die waren schon Monate vorher für das Scouting da. Ich dachte, wir sind jetzt so zurückversetzt, dass wir nochmal das Scouting im Prinzip sehen und da dachte ich so, oh Gott, 10 Tage ist ja sehr kurzfristig, aber totaler Bullshit, die waren ja schon Monate vorher da und haben sich das dann angeguckt. Verstanden, okay. Deswegen hatte ich so eine Kurzfristigkeit und dachte, die brauchen noch mehr Zeit, aber dann sind 10 Tage schon ordentlich, gerade mit so einem großen Team. Hinter uns krachen gerade die Wellen an die Felsen, viel stärker als ich selber gedacht hätte. Aber klar, wir sind im Pazifik unterwegs, hier hat es ordentlich Welle. Ziemlich problematisch, hier irgendwen ins Wasser zu schmeißen. Glücklicherweise ist aber keine Flut, während wir die Teilnehmer aussetzen, sondern genau zwischen Ebbe und Flut. Also da sollte das Wasser sich ziemlich entspannen. So ist das wirklich problematisch. Also wenn man kein guter Schwimmer ist, wenn man keine Flossen dabei hat. Und dann nach wie vor die Aussetzung von Knossi, ey, da 400 Kilometer weg von dem Strand. Dann ist es eigentlich nicht möglich, hier irgendwen auszusetzen, würde ich jetzt als absoluter Laie sagen. Zum Glück haben wir Profis dabei, die uns dabei helfen können, das ein bisschen besser auszuloten. Die werde ich gleich auch nochmal alle zu Wort kommen lassen. Aber das sieht schon wirklich heftig aus. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer als Schweden letztes Jahr. Da habe ich übrigens auch schon verkackt, also da hat sich schon reingebrochen. Crazy. Boah, da ist so viel los im Wasser. Hätte ich das, ey, stell mal vor, du bist da Teilnehmer und du weißt, da sind so, da wo du reinspringst, sind so Krokodile, Barracudas, Haie. Alter, alles schon gesehen jetzt da. Genau in das Wasser, wo die reingesprungen sind. Ey, was ich für eine Panik gehabt hätte. Leck mich am Arsch. Also wirklich unglaublich. Wir sind mitten in der Natur angekommen. Das hier ist untouched und das merkt man. Der Großteil von uns hat gerade zum ersten Mal einen Wal aus wenigen Metern Entfernung gesehen. Hier ist Leben, hier geht's richtig ab und wir sind hier zu Gast. Wir werden uns natürlich dementsprechend verhalten, aber wirklich ein einmaliges Erlebnis. Das ist der absolute Ober.
wir sind hier zu Gast, wir werden uns dementsprechend verhalten und dann Callback zu der Folge mit Fritz. Ich fäll die Palme jetzt, ich fäll die Palme. Hammer. Okay. Ah, okay, aber die gucken trotzdem nochmal die Spots an. Der erste Spot hier direkt hinter uns. Ah, okay. Etwas problematisch. Der Profi, der Einheimische, hat uns gerade direkt gesagt, dass mit dem Aussetzen durch Strömung hier wirklich schwierig werden könnte, dass die Bedingungen nachmittags schon deutlich besser sind und sie sind schon nicht gut. Gerade bei unerfahrenen Teilnehmern ist das eigentlich... Ach, die haben jetzt die Spots noch zugeteilt, okay. Nicht machbar. Ich habe irgendwie nur auf TikTok eine Reaction von Fritz gesehen, dass er auch nicht happy war mit dem Spot von Sascha. Ist das eine Realität? Weil das war so komisch zusammengeschnitten. Weil ich sage immer noch, Sascha hat den wacksten Spot von allen. Also der ist wirklich richtig scheiße. Wir fahren erstmal weiter zu anderen Spots und schauen, ob wir was Besseres finden. Sieht idyllisch aus, aber wenn es so gefährlich ist, dass wir die Rettungsaktion direkt nach dem Aussetzen starten müssen, dann hat keiner was davon. Und es ist so gefährlich, dass er uns gerade sogar davon abrät, selber hier an Land zu gehen. Ah. Also das ist wirklich kein Spaß. Also mich hat es jetzt schon erwischt. Okay. Ich bin jetzt seekrank geworden hier bei den Wellen. Also teilweise, was ist das, 3-4 Meter Wellen? Jo. Ich glaube, hier hat man Spaß, wenn man ein bisschen schwimmen geht. Und so brechen wir auf an Tag 2, weiteres Scouting. Alle Plätze müssen gesichtet werden. Gestern war leider nicht so viel Kram dabei, dass wir sagen könnten, das hätte gereicht. Heute geht's an die etwas vielversprechenderen Spots. Nicht alleine, sondern mit dem gesamten Medical Team. Wir sind mit 2 Booten dieses Mal unterwegs, also noch ein größeres Team, damit wir dort auch checken können, alle Bescheid wissen und bin gespannt, was uns erwartet. Wir sind heute nochmal raus, um alle Spots zu checken. Wir haben insgesamt 14 Stück und wir werden alle prüfen auf die Survival-Ressourcen. Wir werden schauen, ob es tief genug ist, um da den Helikopter Drop-off zu machen und wir werden dann halt noch schauen, wie... Aber krass, das dann doch so kurzfristig vorher. ...gut die geeignet sind, also machen crazy. Sie auf Kamera und ich hoffe, dass wir am Ende des Tages 7 finale Spots haben für die Teilnehmer. Der wurde auch nicht genutzt, okay? Der Spot ist halt ein kompletter Jackpot, weil man hat einfach die Süßwasserquelle direkt am Aussetzungspunkt. Okay. Komplett alles Sand, also überhaupt kein Problem, hier jemanden aus dem Helikopter zu schmeißen. Das ist ein sehr geiler Spot auf jeden Fall, mit mega viel Ressourcen, mega viel Müll, der aber geil zu craften ist für die Teilnehmer. Das ist Joris, ja. Aber da wissen wir ja schon, wenn die Flut kommt, dann ist das ganze Zeug hier, ne? Also da verlierst du auch nochmal richtig viel Platz. Der pennt ja, glaube ich, hier direkt. Auch wieder ein sehr geiler Spot. Also wir haben jetzt gerade noch zufällig einen Spot gefunden. Und der ist ein absolutes Paradies. Da oben haben wir Kokosnüsse. Hier sogar 2 Paar Schuhe. Nikes. Fresh. Knossi-Spot. Hier gibt es auf jeden Fall Kokosnüsse. Das ist ja super gefährlich, wenn du da drunter stehst. Ja, das machen wir nicht. So, vorletzter Spot. Sehr rough. Sehr große Felsen hier im Wasser teilweise. Auch Kokosnüsse. Sehr hoch. Okay, da vorne wurde gerade gesagt, geht's noch deutlich geiler weiter. Uiuiui. Ja, komplett epischer Spot, würde ich sagen. Hä? Zum Abschluss. Ach, Nova hat dann noch diese Wasserfälle. War die da hinten schon? Also so weit drin? Der Erkundungstour haben wir uns hier ein absolutes Schmankerl aufgehoben. Wahrscheinlich mit der schwierigste Spot. Eine Flussmündung, die ins Meer reinführt. Also wirklich absolutes Paradies für die Salzwasserkrokodile, die es hier gibt. Es sieht jetzt schon beängstigend aus und die Sonne ist nicht mal untergegangen. Also ich habe nicht mal Bock, hier aus dem Boot herauszusteigen. Also da könnte man abgesetzt werden, theoretisch. Boah, ey. Ganz uncoole Nummer. Sage ich euch, wie es ist. Ich finde, das ist eine ganz uncoole Nummer da. Ah, guck mal. Das Ganze ist wirklich kein Witz. Wir sind gerade 50 Meter in den Mangrovenwald hier reingefahren. Irgendwo hier trifft sich Süß- und Salzwasser. Oh Gott, ey, Dave, hast du einen Sonnenbrand? 2 richtig dicke Oschis. Ich habe natürlich keine Ahnung davon. Aber ich weiß, dass die Dinger beißen können, dass sie hier sind. Dieser Spot, wenn den jemand bekommt, ist kein Witz. Flug hin, Wale, erste Bootsfahrt, Wale, heute Stingrays, Wale, Salzwasserkrokodil. Es ist unglaublich. Jetzt habe ich schon gesehen.
Krokodil am Camp, ne? So viel kann man schon sagen. Das war der, das ist so ein Spot von irgendjemandem hier, oder? Safe hier, ausgesetzt. Ja. Ein Tag fürs Making-of? Auf gar keinen Fall. Richtig. Nee. Nach 5 weiteren unheimlich anstrengenden Scouting-Tagen, an denen wir mehrere Stunden auf dem Boot verbrachten, um Drohnenshots von allen Spots in allen Gezeiten und Tageszeiten sammeln zu können, jeden Spot einzeln abgetaucht sind, unglaubliche Begegnungen mit wilden Tieren hatten und die verrücktesten Naturspektakel erleben durften, konnte sich endlich final für Spots entschieden werden. Am letzten Tag des Scoutings, auf dem Weg zurück zur Hacienda, sollte uns aber eine ziemlich besorgniserregende Nachricht vom Team aus dem Basecamp erreichen. Schnittwunde! Es gab den ersten Einsatz. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Das sehen wir dann in der nächsten Folge.